tut mir so leid. Ich bin eine Katze, die aus Versehen in den Weg gekommen ist. Der Arme. Oha. Habe ich gerade rausgefunden. Wir können die zum Stolpern bringen. Wenn die ganz fies sind, gibt es vielleicht ein Achievement für. Oh oh. Da dürfen wir nicht durch. Weg mit dir, wusch, wusch, weg da. Der wird ja kontrolliert und nicht durchgelassen. Die Bullen hier. Die Bullenroboter. Können wir hier. Oh, schade. Oh, ziemlich stabil. Haha. Scheiß Wächter hier mal ausschalten. Es ist nicht sowas von cool im Moment, so relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Okay, ich weiß, was die tun. Yo, der ist Jo. Der zweite ist wahrscheinlich Digger. Und ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Hier ist es doch toll. Warum weggehen? Mo. Psst. Pfeift. Ich kann nicht pfeifen. Hey, Dumpfbacke. Wir können dich auch sehen. Mal dem vor die Füße. Was sein Radio fallen lässt. Ne, offensichtlich nicht. Und vielleicht hat eine Kassette für uns. Dem ist langweilig, seit die Wächter uns in unsere diese Residenzkamera installiert haben. Okay, können wir scheinbar nicht bei jedem. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weiß nicht, dass man nicht klaut. Nee, hat mir keiner gesagt. Könnte ich dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Janma, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Aha, die Sicherheitskamera ist tot. Das kriegen wir doch hin. Da können wir Sachen drauf werfen. Und wo sind denn die Kameras? Eine weniger. Mit den Kameras. Da wird gar nichts überwacht.
Okay, wo ist die dritte Kamera? Ach, da oben. Na, da kommen wir auch noch ran. Sorry, ich bin nur eine harmlose Katze. Kann ja nichts dafür. Und ihre Kameras so hängen, dass die Katze da rankommen kann. Okay, darunter können wir nicht. Wie schade. Müssen wir den Umweg gehen. Wen haben wir denn hier? Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, die Sitzung vorzubereiten. Pen and Paper oder was? Tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Und das trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Pen and Paper. Hui. So, darf ich eine Kassette haben? Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Ein Kassettenband. Ich weiß gar nicht mehr, was man mit einem Bleistift und einer Kassette tut. ja. Ich könnte dieses Kassetten gar nicht mehr. Okay, Boomer. So, Kassette rein. Mugger. Voll die Mugger. Schnell weg hier. Wir haben eine Jacke. Okay, was können wir da machen? Wir müssen noch Musik hören. Was hast du denn gegen Musik? So, jetzt schnell weg, bevor die Bullen ruft. So, wir könnten eine Jacke gebrauchen. Das ist die Jacke, die wir dem Laden geklaut haben. Geliehen. So, wir hatten noch einen. Hier sollten wir jetzt nicht mehr rein. Gab es nicht irgendwo so einen. So einen Typen, der. Für die Corporation arbeitet? Ich kann ihm das zeigen. Ich habe eine Weste. Schöne Jacke, arbeitest du in der Fabrik? Aber das hat nicht geholfen. Schöne Jacke, arbeitest du in der Fabrik? Ja, ich arbeite in der Fabrik. Vielleicht. Ich komme mal so durch die Absperrungen hier. Okay, so nicht. Und wir haben hier eine Jacke. Okay, da geht's nicht längs. Schauen wir uns vielleicht in dem Gebiet hier um. Hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Denke ich zumindest. Ein
Die Tachzerautomaten sind wir nicht, mit denen wir nichts machen können. Okay, hier gibt es Türen. Hier geht es weiter hoch. Wen haben wir denn hier? Muka. Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Da hinten ist eine Adresse. Es ist genau hier. Okay. Bin schon ganz dicht dran. Vielleicht hier beim Vernagelten. Scheint ganz richtig zu sein. Gibt es hier eine Erinnerung? Es leuchtet hier so. Oder ist das nur Staub? Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hast du Spider-Sein endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Und die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folg mir. Okay. Da haben wir Clementine gefunden. Wo geht's hin? Erstmal machen wir hier noch ein bisschen was. Da können wir bestimmt irgendwie hoch. Vielleicht Clementine haut ab, aber wir müssen uns doch hier umgucken. Es geht doch nicht, dass wir hier abhauen und nicht alles gesehen haben. Das sieht doch chillig aus hier. Ziemlich zugestellt hier. Ich glaube, an der Badewanne entlang keiner mehr gebadet. Einmal mit Tastatur laufen. Laberlampen. Könnte ich mir stundenlang angucken. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Aha! Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ah, da müssen wir also als nächstes hin. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Ich überbringe ihm die Nachricht. Okay. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem haben, sich in die Fabrik einzuschleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Die Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay.
Okay. Die können wir nicht mehr reden. Wir haben jetzt eine Mission. Dieser Typ will also Clementine helfen. Dann wollen wir ihn versuchen. Er ist unsere einzige Möglichkeit, die Atombatterie zu finden. Denkt daran, er ist der Roboter, der eine Bomberjacke und eine Goldkette trägt. Dann geben wir dann wahrscheinlich die Jacke hier und die wir geklaut haben. Und dann kann er irgendwie in die Kanalisation dort uns weiterhelfen. Hat man den nicht schon unten getroffen? War es nicht der, der die Mucke gemacht hat? Der hier die. Was haben wir hier? Ach, nur Zeitungen. Denke die ganze Zeit wieder an Notenblätter. Notenblätter müssen wir aber hier nicht mehr suchen. Oh, eine Kiste. Okay, ja. Katzen und Kisten. Keine gute Kombi. Okay. Jetzt keine Bomberjacke an. Wir müssen den Rapper finden. Bomberjacke und Goldkette. Ja. Weiß nicht, wie sah noch mal eine Bomberjacke aus? Hier nicht. Definitiv nicht. Bomberjacke und Bullskette. Das ist eine Goldkette, dann was wir erkennen. Oder hieß doch Goldkette, oder? Ja, Bomberjack und Goldkette. Sag mal, hast du eine Goldkette? Ja, er hat eine Goldkette. Das ist unser Kollege hier. Hat zu tun, was willst du? Dich brauchen wir. Woher hast du das? Oh, du bist bei dem großen Welt. Ich meine, mein Kontakt. Lass mich dir kurz darüber über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Negro-Corp-Fabrik hier. Und das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrolliert jeden, der das Gelände betritt, und schicken jeden weg, der keine Arbeit ist. Zum Glück haben wir da was für dich. Ich habe eine Idee. Besorg mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und ich mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Okay, eine Arbeiterjacke haben wir schon. Wie kommen wir an einen Helm? Weg, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Brauchen wir noch einen Arbeiterhelm? Hast du auch so einen gefunden? Nein, den werde ich aber mal suchen. Okay. Die Jacke haben wir geklaut.
Vielleicht müssen wir den Helm auch klauen. Wo könnte man hier einen Helm finden? Vielleicht liegt hier irgendwo einer am Müll oder oben auf dem Dach rum. Oha. Sieht zwar so, wo wir hinkommen, aber wahrscheinlich erst später. Okay, hier nix. Hier gibt's nicht. Vielleicht hier irgendwo versteckt. Ich habe schon mal geguckt. Jetzt müssen wir uns genau umgucken. Vielleicht liegt hier irgendwo noch ein Helm rum. Es wäre unsinnig, wenn das hier für nichts da wäre. Das ist aber scheinbar. Können wir hier vielleicht irgendwo mal gucken? Auch schon eine Bauarbeiterin bei der U-Bahn. Aufschalten. Vielleicht hier irgendwo. Nö, hier nicht. Na, hier waren wir jetzt eigentlich nicht so weit zurück. Hier nicht. Ich würde nur mal sicher gehen, dass da hinten nicht noch suche. Dass das da hinten nicht verpasst, dass es da hinten liegt und ich das nicht von der Suche ausschließe. Kommen wir irgendwie auf die Dächer hoch? Bisher nur auf diese Markisen hier. Wo können wir einen Bauarbeiterhelm herkriegen? Können wir deinen den Mut haben. Puh. Würde wahrscheinlich sowieso nicht reichen. Hat hier jemand einen Bauarbeiterhelm, den es braucht? Da pennt einer. Und leider kein Bauarbeiter. Okay, jetzt ist der Bauarbeiter. Das ist ein Bauarbeiter. Ich dachte, hier irgendwo sein Helm liegen.
Okay, der kippt nicht um. Ah, hier gibt's Helme. Na was? Niemand kann in den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Und da die beiden Inkompetenten kompetent sind, können TS noch eine Weile dauern. Okay. Ah, verstehe. An die Kiste. Lass uns reinschleppen. Trag mal die Kiste rein. Yay. Wir sind drin. Jetzt klauen wir uns einen Hut. Arbeiterhelm. Du musst noch was weiteres klauen, oder? Da mal hinter den Gang rein. Falls wir mal wieder rein wollen. Sondern dann zu dir, alter Freund. Wo war der Typ, der dir... Warten wir den... Der für die Arbeit ablenken will. Warten wir unseren Undercover-Arbeiter. War das hier? Und war so eine Seitengasse. Ah ja, hier wo der Vorstand, hier die Arbeiter. Ich hab was für dich. Zufällig habe ich einen Arbeiterhelm für dich. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich ziehe mich jetzt an, kannst du dich umdrehen? Ist doch Roboter. Die nackig würden die sich ausziehen. Die sind klasse, ein bisschen eng an Teile, aber es wird schon gehen. Okay, spring in die Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Na dann. Komm schon, spring in die Kiste. Das lasse ich mir nicht dreimal sagen. Kätzchen in der Kammer. Es braucht ja noch eine Lizenz. Und was genau hat er da gemacht? Dran gerochen oder? So schleichen wir uns durch. Fällt dir keinem auf, dass eine Katze unterwegs ist. Okay, können wir noch so drauf hüpfen. Können wir hier rein weitergetragen werden? Irgendwem? Bin drohne, das nicht im Blick. Secret Katzenmission. Oha. Dürfen nicht entdeckt werden von den Katzen, von den Drohnen.